naja, jeder Zuschauer bekommt 100 Euro, wenn er ins Kino geht. Und wir gehen davon aus, dass damit wahrscheinlich möglicherweise die höchste Zuschauerzahl in Deutschland jemals im Kino erreicht wird. Guillotine war ja tatsächlich, er hat zwar ein Tötungswerkzeug erfunden, aber er war Humanist. Er hat es erfunden, um Menschen möglichst schmerzfrei ins Jenseits zu befördern. Und die Guillotine war halt deutlich, wenn man so will, humaner und auch effektiver, weil man mit ihr schneller arbeiten konnte als jetzt ein Galgen zum Beispiel. Also so wie ich ihn darstelle, ist es einer, der sich, also der weiß, er hat da was für die Menschheit getan und wird das jetzt gleich dann vorführen, so, also das ist kurz vor seiner, vor der Hinrichtung, irgendwie beginne ich mein Lied und freue mich dann auch mit den Leuten und so. Und das Angenehme ist so, dass die ganzen Statisten wahnsinnig energetisch irgendwie mitmachen und das auch wirklich so zum Leben erwecken, das ganze Ding, und ich da auch die ganze Zeit Blickkontakt habe und auch in den Pausen so Kontakt zu den Leuten, was das alles noch komplett unterstützt, eigentlich so diesen weichen Kern von dieser Figur, von meiner Figur. Bei so einer aufwendigen Szene, da sind hunderte von Komparsen und Schauspieler involviert, dass ich dann jetzt nicht live singe, so wie auf einer Broadway-Bühne oder so, sondern dass wir das vorher aufnehmen würden. Das haben wir dann also vorher schon gemacht. Es gab ein Zoom-Meeting mit der Redaktion, da gab es ein Wiedersehen zwischen Erik, dem Regisseur, und mir im Studio in Köln vor einigen Wochen, wo wir den Song aufgenommen haben. Mit den Komponisten des Songs, den Textern des Songs, einem Musical-Sänger, der alle Bandbreiten des Musicals beherrschte und auch in verschiedenen Oktaven mir da Angebote machte, wie ich das am besten für meine Stimme passend singen kann. Für mich ist tatsächlich ein Musical zu spielen, ist tatsächlich noch mehr Neuland als in einem so klassischen Kostüm. Das habe ich schon eher gemacht. Ein Musical-Gesangsaufnahme habe ich noch nie gemacht. Es ist ein Episodenfilm quasi, ne? Und das kommt halt dem Format Sketch History und so halt insofern entgegen, dass das halt dann so einen geballten Spielfilmlänge halt so die Geschichte der Welt mal eben auf links dreht und halt den Leuten, die vielleicht auch Schülern, die jetzt durch Corona ein bisschen hinterherhängen im Geschichtsunterricht, können das jetzt alle nachholen durch den Film. Dann kann ich versprechen, dass das alles wirklich absolut geschichtlich verifiziert. Letztendlich kann man da einige Punkte im Unterricht überspringen, wenn man den Film sieht. Ich glaube, das Konzept ist so ein bisschen, es gibt so viele Leute, die bereit sind, Unsinn zu glauben in dieser Welt. Warum nicht auch alles, was in dem Film passiert? Nee, es ist großartig. Also das wird einfach ein richtig toller Film mit extrem viel Aufwand und extrem tollen Bildern. Die Geschichte der Menschheit, leicht gekürzt, im Kino.